Ja, und damit herzlich willkommen hier zu Trost and Betrayal zusammen mit den Nephias. Hallo. Wir sind hier auf einer Mordscout wie immer unterwegs. Wie immer. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Oh Gott. Ah, ich will die nicht hinbauen. Ah, das Feuer hier sollte ich auch mal abreißen, glaube ich. Mache ich das jetzt? Das sieht von außen, es sah mal besser aus. Es sah mal besser aus. Das war noch vorm Aquarium. Jetzt ist es halt so ein bisschen. Sieht so aus wie gewollt und nicht gekonnt. So. Ich werde mich jetzt aufmachen auf eine weitere Reise. Auf eine weitere Reise? Wo ist mein Gleiter? Da. Auf eine weitere Reise. Wir suchen Enderportale. Und markieren sie mit blauer Wolle. Ich habe ja echt nochmal nachgeforscht, ob es wirklich nur drei gibt für die Map und ja. Ich finde das schade, dass ich den Drachen nicht mehr machen kann. Hätte das als Event machen müssen. Ja, voll lame. Alle, die mitmachen wollen, in Team Grün oder so. Haben sich die Gene unterm Nagel gerissen. Dann sowas. Ich glaube, einer aus unserem Team hat die Gene. Cloud oder was? Was? Cloud oder was? Nee. Wie heißt er noch? Krabs hat die. Hat seine Spritze nicht von einem von uns gekriegt, sondern von Julia. Oh. Müsste man mal gucken, ob er das in seinen Genen hat. Das hört sich jetzt aus. Was ich mich aber auch frage, man kann den Enderdrachen ja züchten mit Eiern. Ja? Geht das bei dem auch? Ja, man kann einen Enderdrachen aus Dragon Eggs bekommen. Weil wenn wir den im End spawnen. Einfach ein Ei hinsetzen und ausbrüten im End, meinst du? Ja. Könnte gehen. Hast du gerade was zerschossen hier? Ach nee, da hat der Blitz eingeschlagen. Hab gar nichts gemacht. Mein Skelett ist noch da. So, meine Chests habe ich dabei. Das kann mal weg hier. Ich mach mal Platz in meinen Taschen. Ich warte mal auf den Tag, bis die Leute halt unter meinen Videos sagen, Mensch, Gorubai, du bist immer so nervös, wenn du Minecraft spielst. Warum? Läufst du viel rum? Ich laufe immer hin und her, ja. Wenn ich nicht weiß, was ich machen wollte. Feed the Beast ist noch viel schlimmer, weil wir da fliegen können. Ja, hier du auch. Ach ja. Aber da sind wir auch so schnell unterwegs. Ach ja. Mit dem hier. Na, du weißt. Ja, ja. Der Rüstung. Jetpacks. Ja, Jetpacks und Power Suit. Power Suit, genau. Wir sind ja voll ausgesuitet. So, ich nehme mal 64 Brote mit, das schmeiße ich mal eben hier noch in den Müll und dann geht's los, Emeralds Farm. Ich hoffe, ein letztes Mal. Hast du deine Minions dabei? Ja. Ich habe ja eben durch Zufall ja welche entdeckt, beziehungsweise vor ein paar Tagen müsste das ja dann sein. Eben. Ja, Nephias und ich, wir nehmen mal so viel auf. Aber mir gefällt es auch mal wieder so viel aufzunehmen. Ist die letzten Tage so viel TTT aufgenommen an einem Stück, aber nie wirklich Trust and Betrayal so richtig gesuchtet. Ja. Ja. Man schafft aber so schön viel, wenn man so viel macht. Weißt du, was ich kacke finde? Du wirst es mir gleich sagen. Dass der Itemfilter so wenig Platz hat zum Filtern. Wie viel Platz hat er denn? Ja, 9 Items. Achso. 9, 2, 3, 4, ja. Egal, packe ich die Items eben so in den Müll. Ist ja auch, ist hier direkt daneben. So, ich muss einmal ein Brot essen. Dann drehen wir uns Richtung rechts unten. Fliegen auf komplette Höhe. Und gleiten los. Das Blut in meiner Schmelze, wie kommt die denn da rein? Oh, weiß ich nicht. Wenn man ganz weit hochfliegt, hört man das Gewitter nicht mehr. Es fängt auch irgendwann, hört es auch auf zu regnen, glaube ich. Ja. Noch Blitze höre ich noch. Egal. Fliegen! Das habe ich nämlich in Feed the Beast gemacht mit dem Suit. Da kannst du also unendlich hochfliegen. Ja. Und dann so lange hoch, bis du die Sonne siehst auf der anderen Seite der Minecraft-Map. Und dann runterfallen. Ein schönes Fallschaden bekommen. Kriegt man ja nicht, wenn du richtigen Schuhe hast.
Ja, ich hatte in unserem Vize-Beast-Projekt den Quantum-Suit. Und den musst du ja aufladen, damit er seine Effekte hat. Der verbraucht ja auch Energie. Und dann bin ich so tief mit dem gefallen, ich dachte, du kriegst ja eh keinen Fallschaden, so tief, dass er so viel Energie verbraucht hat, dass ich dann auch noch Energie verloren habe und gestorben bin. Ja gut, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil, wenn du das richtige Ding drin hast, dann, lädt er sich ja auch durch Bewegung auf. Ja, aber der Quantum-Suit, der konnte sich nicht von alleine aufladen. Nee? Der Power-Suit schon. Das kann der Power-Suit, ja. So. Der Power-Suit fand ich immer zu umständlich. Ist auch hart gewesen, aber jetzt haben wir drei gemacht für uns drei und schon lange her. Und dann wurden da ein paar Sachen installiert. Und dann war der zu schwer, dann ist man immer abgestürzt. Ja, das ist zu umständlich gewesen. Ich hatte den Auge gebaut und habe schon angefangen, da Sachen reinzupacken, aber ich dachte mir so, boah. Nee. Nee, fährst du nur so, boah. Dann mache ich lieber die umständliche Methode und mache mir den Quantum Suit in einem Vize-Beast-Mod, wo man das Yu-Yu-Meta noch richtig extrem umständlich erschaffen muss. Okay, das hatte ich ja. Wir hatten ja Unleashed gespielt, da gab es ja keinen Yu-Yu-Meta. Ja, da gab's ja. Ja, Iridium brauchte man dafür und, was denn? Muss der Fischer mit Wasser umgeben sein oder muss der Fischer nur der muss oben draufstehen. Auf Wasser draufstehen, ne? Ja. Und dann passt das, ja. So. Ich hätte vielleicht nicht den Lava Fabricator draufbauen sollen, sondern den Fischer. Oh Mann. Jetzt hast du einen Obsidian Fabricator. Fischer. So. Der Joschka. Joschka Fischer. Sieht doch gleich ganz anders aus. So, wie mache ich den Lava Fabricator? So, und jetzt machst. Ja, den Lava Fabricator stellst. Ja, guck doch bei mir. Ich brauche das jetzt nicht umständlich erklären. So, alles bei mir im Häuschen drin. Ja, man muss immer so weit fliegen. Ist ja so weit weg bei uns. Oder bist du. Ach nee, du bist gerade an deiner Dino-Höhle, ne? Nee, nee. Ich mach das alles zu Hause und dann tue ich die Fische einfach nur in meine Ender-Chest dann. Also, das ist das Aqua-Ding, das ist egal. Da ist der Lava Fabricator, daneben hast du Magmatic Dynamos. Und die sind einfach verbunden mit Fluid Duct. Ja, und du brauchst halt Kabel, damit der auch Energie kriegt. Achso, Heavy Aluminium Wire. Oder Wire heißen die. Aber die kannst du aus der Kiste unten nehmen. Und der Lava Fabricator macht aber die Energie, ne? Der macht die Lava und der. Achso, und die geht rüber zu dem Magmatic Dynamo. Richtig. Okay. Du hast so viel Essen gerade, was ist hier los? Es gibt so wenig Technik hier im Modpack und dann ist das auch noch so eine doofe Technik. Ja, ist echt so, ne? Ich finde die Technik hier in dem Modpack auch extrem umständlich. Aber das ist das, was halt am meisten Spaß bringt. Komplizierte Technik. Nee, also jetzt nicht, weil es kompliziert ist, sondern einfach nur diese Technik. Tech-It ist auch geil. Oh, war ich hier schon in diesem Minenschacht? Ein Minenschacht. Das soll einfach nur Aluminium Wire sein, ne? Ja, Heavy Aluminium Wire muss es, glaube ich, sein. Mit Wolle. Und Aluminium. Und Aluminium Wire und Aluminium. Und dafür brauche ich Aluminium Ingots und Wolle. Und Wolle. Habe ich doch alles in den Kisten. Ich möchte aber selbst. Dann mach. Ich schere deine Schafe. Das ist toll. Klick, 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 klick. Klick, klick. Oh, ich habe ein Creeper-Herz bekommen. Das habe ich noch nie bekommen. Ein was? Creeper-Herz. Ich glaube, eins deiner Schafe wurde vom Blitz getroffen. Warum? Weil ich gerade ein Herz eingesammelt habe und Schaf. Fleisch. Das ist natürlich traurig. So sind deine Pilzkübel schon auch gestorben. Oh nein. Also wäre so meine Idee. Kannst du eine Pilzkuh nicht mit einer normalen Kuh kreuzen? Ich weiß nicht, ich habe gerade wild da drin rumgeklickt und alles paaren lassen, was ging. So, dann fliege ich nochmal zu Anne und schere ihre Schafe auch nochmal. Wenn man Schafe schert, ist das ja nicht klauen, ne?
Die wächst ja nach, solange sie da drunter Gras hat. Also, dass ich jetzt nicht zu Team Rot gehe und deren scharfe Schere ist schon klar, aber bei uns soll das ja kein Diebstahl sein. Chandions. So. Sollte jetzt auch genug Wolle haben. Oh fuck, habe ich meine Lackspitzhacke dabei? Ich glaube nicht. Dann nimm's mit nach Hause. Doch, da ist er. Hast du ein Minion-Stuff mit? Ja, ja. Aber ist halt doof, wenn die Minions das abbauen, wenn ich eine Lackspitzhacke habe, weißt du? Ne? Ist so ein Zwiespalt. Ja, gut. Habe ich noch keinen? Oh Gott. Hallo. Da sind zum Beispiel Emeralds über der Lava. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das sollte dir ja nichts ausmachen. Ja, aber ich will nicht, dass die Emeralds in die Lava fallen. So, ich habe ja kein Wassereimer mit. So schlau war ich ja nicht. Jawohl, 3 aus einem Ohr bekommen. Das passt ja. Ja. Nie wieder Emerald-Probleme. Dann kannst du ja schon wieder zurückfliegen. Theoretisch schon. Ich finde es gerade schade, dass ich keine Teleportkarten mehr habe. Da ist nochmal Emerald. Nee, ich fliege noch nicht weg. Haben wir schon 6. So. Ich bin ja gerade auf so einer Ebene, wo über Lava ist und die ist riesig, so eine Untergrundhöhle halt, weißt du? Mhm. Und so tief, dass sie über Lava auf dem Boden ist und so, und da findest du die halt richtig geil. Das ist aber meistens so, das ist auch beim... Ja, bei Lava hast du ja letztens auch gesagt, dass es da immer auch Dias in Vanilla gibt und so. Ja, genau. Und das Schlimme ist halt, dass es halt wirklich so ist. Ja, einige sagen ja, das ist Bullshit, aber ich glaube echt, dass es... Also, es ist echt so irgendwie. Ja! Also. Oder es liegt daran, dass es bei Lava halt immer so freiliegend ist. Das kann auch sein. Ja, das kann sein, dass man da nicht so buddeln muss und... Aua! Scheiß Zombie. Rubies habe ich auch gefunden. Davon habe ich auch noch nicht viele gehabt. Auch zwar kein Mensch, aber ich nehme sie mit. Permafrost. Ja, geil, wenn die Creeper auf dich zurennen und dann alle in die Lava springen. Na, verbrennen. Ich hatte ja letzt die erste Folge von uns wieder angeguckt, wie krass verpeilt wir einfach waren. Ja, ist ja auch. Doofes Modpack hier. Das war sehr, sehr witzig. Ich bin mal gespannt, womit das nächste Projekt denn ist, mit welchem Modpack. Goro, gib mal eine Schaufel. Geht nicht. Wie geht nicht? Das ist aber auch ganz zu Anfang sagen, wenn du so, ja, es ist so eine Gravel-Art. Ja, es muss so eine Gravel-Art sein. Ey, meine Spitzhacke ist gerade so geil. Jetzt habe ich schon 9 Emeralds. So. Aua. Flieg ja auch gerade einen Block hoch über die Lava. Durch so ganz enge Dinger und dann da hängen die Emeralds. Wo muss ich den Strom denn anschließen bei meinem Fischer? Egal. Okay, machen wir da. Lass mal so. Wichtig ist halt, dass die Fische bei dir oben rauskommen. Das heißt, du musst oben drauf eine Pipe dann machen oder so. Sonst fliegen dir die Fische um Ohren. So, muss ich den... 13 Emeralds. Wie hieß nochmal die Pipe, womit ich die Lava mache? Fluiduct. Oder was meinst du? Ja. Wie schreibe ich das dann? Flui. Bin ich zu blöd, das jetzt zu schreiben? Hat sich das sogar gelohnt, hier noch mal nach Emerald zu suchen, wenn ich jetzt so viele Emeralds hier raushol? Das ist keine Item Duct, Fluid Duct, da ist es ja. Copper und Hardened Glass. Dann hier. Ich brauche da einen Induction Smelter. Ja, mach du nur. Nee, du brauchst kein Hardened Glass. Nimm die OPAC-Dinger. Achso, da brauche ich Lead und Copper, ja. Ja. Copper. Ich hatte doch mal Copper. Oh, mein Problem am Anfang. Ich habe nämlich auch erst die anderen gesehen. Hatte ich nicht mal irgendwann Copper?
Copper und was brauchte ich? Lead, ne? Ja. Hab ich nicht irgendwo noch Lead? Lead. Geh gerade so durch die Minenschächte und hoffe eigentlich nochmal auf eine Chest, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Auch schade, dass man nicht so Electric Furnace machen kann oder so. Kannst du da Redstone Furnace? Echt? Ja, ist doch ein elektrischer. Hab ich doch auch oben stehen. Redstone Furnace, ja. Stimmt, Mensch. Ja, den muss ich ja mit Strom betreiben, ne? Ja. Aber hast ja gleich. Ja. Oh, das wird alles technisch gemacht. Folge, was weiß ich, so ein 60. Gorobei wird technisch. Gorobei wird technisch. Technik mit Gorobei. Natur. Dann so ein tolles Intro davor. Natur und Technik. Wow, Gorobei, jetzt hast du dir wirklich diese Pipes gemacht. Sagte vor ein paar Folgen noch, dass ich alle Hüte, glaube ich, habe. Und jetzt jedes Monster, was ich irgendwie kaputt schlage, schaltet mir einen neuen Hut frei. Wie mache ich denn in mein Lava-Fabricator Lava rein? Nur mit dem Eimer oder was? Mit Eimern, ja. Kann ich mir das irgendwie von dir holen? Ja, kannst du aus meiner Smeltery rauseimern. Egal aus welcher? Ja, sind beide unendlich. Ah, hier ist noch eine Chest, sehr schön. So. Das ohne Donation Station, sehr cool. Da gibt's etliche, die das haben, ne? Ja. Da hab ich auch eine. Memo an mich selbst. Öffne nie die Tür mit einem Lava-Bucket. Ey! Ist jetzt alles angezündet. Vor meinem eigenen Haus. Die Lava hat aber nichts angezündet hier. Glück gehabt. Sonst wäre meine Wolle abgebrannt. Das Haus wäre nicht sicher gewesen. Und wir wären alle gestorben. Öffne nie die Tür mit einem Lava-Bucket. Das hast du früh gemerkt. Das wusste ich ja eigentlich auch schon vorher. Wie tue ich das in den Lava-Fabricator rein? Rechts klicken. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du daneben kippst. Rechtsklick? Ja. In also den Lava drauf, Fabricator? Ne, in den Magmatic. Dynamo rein. Nicht in den Fabricator. Achso. Damit der anfängt zu arbeiten. Dann erstellt der Fabricator ja die Lava. Und die Lava geht ja dann auch wieder zurück in deinen Dynamo. Und das ist dann ein Kreislauf. Achso, ja, das heißt, der Fabricator braucht auch nochmal Strom. Ja, der gibt dir ja Strom durch den Dynamo. Ja, du musst die ja mit dem Kabel eh verbinden. Ja, ah, jetzt läuft. Ja. Also die Lava im Fabricator wird jetzt auf jeden Fall mehr. Ja. Der Fischer scheint jetzt auch zu arbeiten schon. Ja. Hat aber noch nicht so seinen Zenit erreicht. Er hat nur 99 WK, was auch immer das bedeutet. Work. Der arbeitet gerade, heißt es. Achso, jetzt brauche ich noch eine Pipe. Ja, die Fische ploppen jetzt, glaube ich, oben raus aus dem Ding. Was für eine Pipe brauche ich denn? Oxygen-Pipe? Item. Ganz normaler Item-Transfer-Pipe. Item-Dux. Macht alles mit Item-Dux. Item. Oh, ich will hier doch nur aus der Höhle raus. Item-Dock. Da brauche ich ein Lead und Tin. Ne? Ja, kommt hin. Hab ich Lead? Will ich auch Tin? Du bist Alu. Du bist Tin. Lead. Und Tin. Item Docks. 18 Stück habe ich jetzt. Ja, reicht. Die sind auch erlaubt, die Item Ducks. Ja, die sind erlaubt. Die einzige Pipe, die nicht erlaubt ist, sind die Crafting Pipes. Opaku. Das heißt halt nur, dass du den Inhalt nicht siehst. Und das muss oben ran jetzt. Ja, und dann in eine Chest im Idealfall. Dann im Idealfall in eine Chest, die ich mir noch holen muss. Wo ist mein Glider? Glider. Ach nee, gechiseltes Wood geht ja nicht. Ja, dass das immer nicht geht, ist voll nervig. Weil man hat automatisch schon ein geschisseltes Wort.
Ja, irgendwie schon. So, muss ich irgendwie den Item-Duck umstellen oder ab? Du musst dem Item-Duck noch ein Servo geben. Wie geht das? Da brauchst du eigentlich nur Eisen, Redstone. Ja, Servo, gib mal unten Servo ein. Servo? Die gelben Dinger. Ein Automatic Servo. Pneumatic Servo. Glas, Iron, Redstone, das kriegen wir. Und dann brauchst du auch den Crescent Hammer, den hast du, ne? Den habe ich. Iron, Glas, Redstone. Ein oder zwei? Einen brauchst du nur. Okay, und den tue ich jetzt wie ran? Den nimmst du in die Hand und machst Rechtsklick auf den Ausgang, also da, wo dein Fischer dran angeschlossen ist. The Pneumatic Servo has been installed. Ja, und jetzt machst du... Rechtsklick mit dem Hammer drauf? Nee, Rechtsklick mit der blanken Hand drauf. Ach so, ja. Dann öffnet sich ein Fenster. Ja. Und dann sagst du ihnen Redstone-Signal, ignored. Das in der Mitte. Von den drei Auswahlmöglichkeiten. Oh, ein Dorf. Ja, das sind aber vier. Blacklist, Use Metadata. Hier rechts hast du doch das, wie bei einer Maschine, das Redstone-Menü. Achso, okay, ja. Und in der Mitte soll low sein oder ignored? Low. Low, ignored. Dann müsstest du anfangen rot zu low. Ah, nee. Dann leuchtest du nicht rot, dann musst du... Achso, einmal mit dem rechts die Kamera hast du schon drauf gemacht, ne? Jetzt ja. Dann müsste es ein roter Pfeil drauf sein. Ja. Ja, dann ist es richtig. Jetzt läuft er auf high. Das heißt jetzt, genau, jetzt heißt es nämlich, dass deine Fische da auch durchlaufen. Und mehr muss ich nicht einstellen. Eigentlich nicht, jetzt müssten die Fische schon in Richtung Kiste gehen. Wenn da Fische drin wären. Wenn da Fische drin wären. Die Frage ist, ob da jetzt auch noch, ja, da ist Wasser unten drin eigentlich. Ich habe ein Villager-Dorf gefunden, das noch nicht geplündert ist. Irgendwo ist hier der Fehler, irgendwo ist hier der Wurm drin. Also ich komme nicht. Der Fischer arbeitet aber nur auf 99. Ach nee, der ist. Ach, der war idle wahrscheinlich, weil er nichts abpumpen konnte. Hab Kartoffeln gefunden, hatte ich noch gar nicht, ey. Echt nicht? So. Du hattest noch keine Kartoffeln? Nee, da kommt kein. Warte, ich komm gleich gucken. Ja, ich lauf einmal rüber zu Martha, hat ja schon eine. Ich rotte hier gerade ein Villager-Dorf aus. Warum tust du sowas? Weil ich Villager in der Tasche hab. Im Rot keine verdient. Hallo Marv, ich bin kurz bei dir drin. Achso, ja, bei ihm kannst du auch gucken. So, wie hat er das denn hier, Alter? Er hat das ja auch alles zugebaut. Ah, das auch noch. Also, da hat er die Fischer drin hier. Da gehen die Pipes raus, das ist richtig. Strom. Achso, hat der Fischer eine Ausgangseinstellung? Bei dem noch sagen muss, wo die rauskommen sollen? Nee, nur oben. Oben ist schon richtig. Das habe ich auch so. Aber er hat halt... Kann es vielleicht daran liegen, dass sein Dings nicht nur einen Block Wasser unten hat, sondern neun? Ja, das ist wichtig. Das muss ja eine unendliche Wasserquelle sein. Ah! Marv, dein Haus ist nicht ausgeleuchtet. An dieser Stelle töte ich diesen Zombie hier. Wo ist das denn nicht ausgeleuchtet? Soweit ich weiß, müssen das mindestens vier Blöcke sein, glaube ich. Okay. Weiß nicht, ich finde es schlimmer, dass bei Marv Zombies drin spawnen. Das ist natürlich ärgerlich. Kann er selber machen, ich fliege jetzt weg. Solange es keine Creeper sind. Das sind die nächsten. Hast du Creeper bei uns auf der Terrasse hier, oder bist du das? Nee, ich bin jetzt, ich bin gerade eine Fledermaus. Dann ist er tot. Au! Nevias was slain by Guru by using Watuichimonji. Nein. Hat er nicht gesagt. Neun Magma Cream schon in der Falle. Was mache ich mit meinen ganzen Lava Buckets? Achso, hast du dein Problem gelöst? Weiß es nicht. Ich habe noch so viele Lava Eimer, die ich nicht loswerde. Weiß nicht. Hast du Schmelze, wo du die reinkippen kannst? Bei dir drüben. Nee, da passt ja auch nichts mehr rein. Stimmt. Dann behalte ich sie. Mach ich irgendwann mal Obsidian draus. Wir haben jetzt ein Schwein vor die Tür. So. Ein Schwein? Ja, ich habe hier so eine Donation Station. Ein Schwein auf ein Laufrad.
Wie funktioniert die Donation Station? Keine Ahnung, kannst irgendwie ihre Sachen reinlegen und dann donaten. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe die noch nie irgendwie mich damit befasst. Baue jetzt einen Spawner. Glaube ich. Oh, Plastik. Oh, dann brauche ich noch Gold und Plastik und ach, so viel. War da? Ich bin auch da, ich muss noch mal hier gerade einen Wassergraben ausheben. Wassergraben für dein Dino? Nee, für meine Fischfarm. So. Einen Spawner für den Nephias. Oh Gott, habe ich Glas? Brauche ich Stahl oder geht auch Eisen? Ich brauche Stahl, oh mein Gott. Habe ich noch Stahl? Gott sei Dank habe ich noch Stahl. Glas, habe ich noch Glas? Ja. Gott, so viel Glück. Jetzt sieht's so aus, als könnte der auch besser arbeiten hier. Es sieht so aus. Work ist jetzt auf 100% gewesen hier. Und ich habe auch einen Fisch bekommen. Ja, es funktioniert. Sehr gut. Ich muss nur dafür sorgen, dass es auch aus ist, wenn wir vom Server gehen, ne? Ja, wäre doof. Oder? Ja, wenn du ihn nicht brauchst, mach ihn aus. Und wie mache ich das am besten? Redstone-Signal auf Ignore, auf Ausstellen. Hat der nicht auch so ein Redstone-Energiesignal gebimst? Oben das rote, meinst du? Warte, ich komm. Ich kann doch auch einfach das Kabel cutten, oder? Wo bist du denn? Unten? Eine Etage, ja. Achso, du hast jetzt Teleporter. Du siehst ja toll aus. Oh. ich hab nichts gemacht. Ja, kapp das Kabel. Sonst hat der keinen Ausschalter. Zwei Fische hat er schon. Mhm. Was ist denn hier? Ach, dein Aquarium. Geh rein. Zu den Haien. Guck mal hier, komm mal mit runter. Noch ein. Will ich noch so eine Lounge bauen. Dass das Wasser nicht um die Koralle rumschwimmt, ne? Ja. Das ist doof, das ist auch die einzige Koralle, die das Problem hat. Und da spawnt manchmal der Fisch und dann liegt hier so ein Fisch und der verreckt. Und verliert noch nicht mal was an Loot. Nee, das sind die ganz kleinen Fische. Komm wieder vorbei! Aber du hast deine Emeralds gefunden. Ich hab meine Emeralds. Ich hab auch schon den Spawner gebaut, warte, den setze ich noch eben. Achso, dann kann ich schon mal das Dings cutten, das Kabel. So. Der sollte jetzt nicht mehr arbeiten, ne? Nee. Der workt immer noch. Achso, das ist, weil er noch Energie hat. Ja. Das sollte ja nicht das große Problem sein jetzt. Mensch, da habe ich mich mit Technik jetzt so beschäftigt. Voll krass. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Let's Play Trust and Betrayal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.